Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Genau, wieder bei Ghost Recon Wildlands. Nach seiner spontanen Pubertät beim nächsten Mal noch jetzt stumm. Hallo? Hallo, die Pubertät ist zu Ende. Die Pubertät ist zu Ende. Okay. Es ist auch diese typische Trailer-Stimme. Findest du? Viele Flugzeuge sind hier eigentlich runtergekommen. Wie spricht eigentlich James Bond? Nicht so wie du. Auf jeden Fall nicht so wie du, ja. Scheiße. Ja. Ist blöd, wenn der, wo fährt, auch auf die Karte guckt, ne? Das ist blöd, ja. Du hast schlecht eine Auswahl. Einfach geradeaus. Ja, irgendwann muss ich ja ranfahren. Irgendwann müssen wir auf Land umsteigen. So, Alexa, stelle Timer auf 20 Minuten. 20 Minuten, ab jetzt. Alexa, starte, Scheiße. Achso, starte Empfangsdame. Es freut mich sehr, dass Gäste da sind. Wen darf ich heute begrüßen? Tramp? Ich habe den Namen leider nicht verstanden. Wen darf ich noch begrüßen? Felix! Los, Felix. Mache einmal 100 Liegestütze, sonst komme ich raus und mache dir Feuer unterm Hintern. Ich fühle mich. Wen darf ich noch begrüßen? Danke. Fuck Trump. Lukas! Wir haben Gegner in der Nähe. Oh mein Gott, Lukas ist gekommen. Na dann kann aus diesem miesen Tag ja doch noch was werden. Ich bin erschienen. Ich bin erschienen. Erschienen und dann gekommen. Nein. Wen darf ich noch begrüßen? Magnus! Sag einsteigen. Sag ich gleich. Magnus ist da. Einen Moment bitte. Ich muss erstmal die Zentralverriegelung für den Kühlschrank und den Keller aktivieren. wisst ihr, was scheiße an den Autos ist? Ja. Nur die letzte Karre ist für uns geeignet. Donald Trump! Und, ja. Möchte jemand anders fahren? Ich habe leider nicht verstanden. Oder soll ich fahren? Wen darf ich sag einfach nur Trump. Trump! Ich habe den Namen leider nicht verstanden. Alter, ja, Donald! Begrüßen. Trump! Marco, ich habe den Namen leider nicht verstanden. Okay, sie versteht's nicht. Darf ich noch begrüßen? Okay. Niemanden! Oh, Radio! Ich habe den Namen leider nicht verstanden. Wen darf ich noch begrüßen? Ist Alexa, stopp! Ja, es hat mich jetzt. Sehr gefreut, Informant. Euch kennenzulernen, Felix, Lukas und Magnus. Informant in Lambo. Fragen habt, fragt mich einfach. Wollt ihr ihn mal wegrammen? Ich steig mal aus. Oder habt ihr den gerade erledigt? Ich glaube, wenn, dann hab ich den erledigt. Dann steig mal ein, wenn der andere Wagen Fahrt weg, ich kann nicht. So, jetzt. Also, falls ihr es noch nicht mehr gehört habt, Alexa hat sich gefreut, euch kennenzulernen. Felix, Magnus und Lukas. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie alles fragen. Ah, ja. Also ich finde, das ist eigentlich ein cooler Skill, diese Empfangsdame. Hast du mit der Aufnahme geguckt? Ja, läuft. Sehr schön. Ich lerne schnell. Ja, du lernst sehr schnell. Wie heißt ihr nochmal? Also ich muss sagen, dieser Wald sieht gut aus. Ich will jetzt endlich mal in den Dschungel, Mensch. Menschenskinder! Ja, das Schneegebiet war jetzt nicht so berauschend, fand ich. Aber das hier gefällt mir jetzt wieder richtig gut. Oh, da gibt's eine Ressource, wollen wir die uns holen? Eigentlich ja, aber mit dieser Rübenmühle, die du da fährst. Die er nicht einmal fährt, weil er hinten im Kofferraum ist. Eben, ich fahre nichts. Die Rübenmühle, die wir gerade fahren, Witz ist, glaube ich, nicht wirklich. So, anhalten. Wir müssen uns, glaube ich, ab hier durchkämpfen. Okay. Ihr wisst, ohne Absprache oh, läuft nichts. Oh! Deckung. Gut, passt. Okay, den schalten wir aus. Gut. Der ist okay, gut. Die Drohne fliegt. Habe ich einen Schalldämpfer? Ja, habe ich. Gut, so. Ich habe auch einen.
Also, okay. Wer macht Aufseher für diese Mission? Da ist noch ein Dritter. Freiwillige vor? Ich. Niemand. Wer hat ich gesagt? Ich. Hab okay. Ich gesagt. Na, super. Du hast du gesagt, gut. Ja. Na, super. Ich bin ich. Braucht den noch wer oder kann der weg? Der kann weg. Kann weg, ja. Okay. Ah ja, das ist ja die P90 holen wir jetzt, ja? Das weiß ich noch vom letzten Mal. Ganz, ganz wichtig. Oh, warte, ich muss noch genau markieren, ne? Das wäre dann ein bisschen einfacher für uns zu finden. Ist schon alles. Die drei können wir in einem Zug ausschalten, die sieht man auch. Ja. Wie sind die eigentlich? Innen drin. Tramp, Marco und Feli. Feli, wo bist du? Irgendwo da hinten. Ich in der Kurve unten. Okay. Ja, die haben irgendwo einen Jammer. Ja, dann ist das. Huch, da oben auf dem Dach ist noch jemand. Ich hab den Zweier, wenn ich den sehe, mache ich den alle. Wir müssen den auf dem Dach ausschalten, ganz dringend. Okay, ich hab's jetzt genau markiert. Hier ist es. Ja, auf dem Dach gibt's sie aber auch kaum, zeigt ein Gesicht. Ja, komm, hier. Ja, okay, in dem Fall passt. Mist, der zeigt sein Gesicht nicht. Ich sehe einen Sicherheitsgriff. Muss mal kurz die Waffen wechseln, weil nur Scharfschützengewehre sind im Nahkampf irgendwie schwierig. Das kann man machen, sollte man aber bestenfalls nicht. Ja, wie viel hält er denn aus? Ja gut, eher wie schlimm nagelt diese Waffe in der Pampa rum, die SR3M. Ist denn der? 3 läuft auf mich zu, muss ich ausschalten. Ja. Gut. Ich sehe eins. Nee, sehe ich noch nicht. Das eins ist um die Ecke. Oh, da ist eine weitere Person, die wir noch nicht markiert haben. Ach, die ist schon tot. Gut. Am besten gleich zum Informationspunkt laufen, weil da ist nämlich direkt die Waffe. Oh, ich rette mal gleich Marco und schalte den Rebellenpunkt frei. Was passiert? Ach gut. Rebellenpunkt oder Marco? Marco. Gut, ich schalte mal kurz die Rebellen frei. Weil Alarm hört man ja wunderschön im Hintergrund. Felix? Hm? Danke. Immer für dich da. Aua. Oh, 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 aua. Die ziehen halt instant die Maschinenpistolen aus ihren eigentlich gefesselten Händen, weißt du? Da muss das sein. Die Rebellen, die haben die einfach in den Hosentaschen dabei. Weil, wie macht man das sonst? Ja, oh, ist das fuck? Bei dir nicht so? Ja, Granate, die Granate. Ja noch in die Hosentasche, aber die packen ihre AK-47 da rein. Ja, das geht ja auch. In die Hosentasche? Ja, auf jeden Fall. Du hast Hardus-Hosentaschen, oder? Oh. Nee, es gibt ja eine AK-47 Ultra Mini. Weg da! Oh. Die kannst du schon in die Hosentasche packen. Tramp, weg da, wir müssen ihn holen. Ja, ich komm nicht weg! So ging's mir auch. Warum auch immer. So, ich kann nicht hier über die Ecke heilen. Allerdings kommt da irgendwo eine Granate, aber die hat hier ihren Radius nicht. Gut, passt. Okay. Oh, wer belästigt uns denn da? Tschüss. Ich hab gesagt, tschüss, bleib tot. Da gibt's halt eine Granate. Ich hab'n schon, egal. Ja, ja. Aber da lebt noch jemand. Irgendwer lebt da noch. Sagt mir das Spiel. Ach, hier hat sich noch einer versteckt. Also hatte. Gut, weiter geht's. Die drei Geschütze machen mir aus irgendeinem Grund Sorgen, aber da sind keine mehr. Gut. Oh, Sniper raus. Scharfschütze zielt auf uns. Oh, okay. Der da muss weg. Der ist krüppelt, ey. Ihr müsst euch mal eins angucken. Ah ne, jetzt hat er sich gesagt. Muss eins ausschalten. Ist erledigt. Gut, weil ich muss nachladen. Irgendwie hatte meine Sniper keine Munition mehr. Komm, komm. Oh, Scharfschütze hat mich erwischt. Ja gut, du bist glaube ich zu weit weg von mir, gell? Ja, lass mich liegen, passt schon. Ja, wo liegt denn die P90 genau? Das wissen wir doch überhaupt gar nicht. Bei Information, da ist sie direkt eins daneben. Wir müssen nur zu den zu der Information.
Jo. Es wäre gut, wenn der Sniper rausgehen würde. Philly, du gehst außen rum, oder wie? Ich suche, aber ich loote. Alter, halt wie viel was. Nachschub gibt's hier überhaupt? Das können Marco, wir noch alles einsammeln. Ist der Sniper? Der ist auf dem, Turm. Ah, eins, okay. Richtung, ja, genau. Ich hab gleich die Position für eins. Ich bin gleich nah genug. Komm her, eins. Ich sehe doch schon seine Schulter. Nur der Heli hinter mir macht mir mehr Sorgen. Der ist gefährlicher. Und schnell weg, Marco. Oh. Der Heli ist das Hauptproblem, aber da ist noch jemand zwischen mir und dem Sniper. Die Frage ist, ob der Sniper in meine Richtung steht. Mist. War ein zweiter Schuss. Gut, ich stürm. Ich hol mir eins. Den kaufe ich mir. Nicht im Nahkampf, weil ich wieder mal keine Ahnung habe, welche Taste es war, aber mit dem Sturmgewehr. Gab's überhaupt Nahkampf? Sollen wir die Nachschübe auch holen? Ja, wenn wir es durchgekämpft haben, denke ich. Oh, ich habe. Weil auf der anderen Seite gibt's ja so viel, das ist ja abartig. Ich habe eine Sniper mit einer guten Waffe. Eine Sniper mit einer guten Waffe, ne, mit einem richtig guten Sight. Hat zwar nichts mit dem Thema zu tun, aber. Oh, zwei Leute. Das sind zwei frontal. Oha. Der lauft doch zu, meine Güte! Scheiße, warum explodieren die Fässer nicht? Den habe ich geholt. Wer lebt da noch? Ah! Der lebt da noch, wenn ich ihn nicht sehe. Jetzt lebt er nicht mehr. Der Kugelhagel ist müde. Tot. Wo ballert der von da hinten? Da sind mehrere. Scheiße. Hinter euch. Einen schweren hätten wir. Ah ja, okay. Gut, aber irgendwer schießt noch auf mich. Will den mal jemand wiederholen? Hier, ich. Ich hab ihn. Gut. Gut. Keine Sorgen. Ich bin auch immer für dich da, Felix. Ich wollte es dir schon immer sagen. Fuck. Mist. Unten ist weg. Oben muss ich bloß einmal zeigen, denke ich auch. Und, hinter uns! Irgendwas ist nochmal hinter uns gewesen. Ich hab's doch gesagt. Mist. Ach, warum muss ich jetzt nachladen? Eliminiert. Tot. Gut. Bei mir war Tramp, ich hol dich. Scheiße zwischendrin. Okay, gut. Ja, die Nachschübe hier können wir ja schon mitnehmen. Oh, ich werde auch beschossen. Oh, Feli, du liegst auf. Der, was ist mit dem? Nahkampf-Snipen ist immer wahnsinnig angenehm. Ja, zumal, wenn man die Nahkampftaste nicht kennt. Oh, jetzt war der auf der anderen Seite von der Dingmauer. Der ist hinter der Mauer, steht der. Ich sehe ihn. Genau, ich da. Ich habe den Nahkampf gesniped. Gut. Unangenehm, aber geht. Fede, du bist back in business. Und dich hole ich auch. Marco, wenn ich hier drüber darf, würde ich dich auch holen. Jetzt hole ich dich. So. Und defibrilliert. Super. Gut, die Frage ist, was da noch ist. Das gibt's doch nicht! Der lebt da noch, er lebt da noch. Jetzt hole ich dich wieder. Mit dem Nachschub. Oh mein Gott. Feli, du bist auch mittlerweile hier. Ja. Ja. Stimmt, ich hab dich gerade geholt. Wo du verstorben bist. Das ist ja komisch. Dass ich da bin, wenn du mich holst. Ja. So, hier gab's. So, jetzt die Waffe. Medical Supplies. Das wollte ich schon immer. Wobei du dir hier, glaube ich, anstatt irgendwelcher Medikamente eher noch irgendwelche zusätzlichen Infektionen holst. Pff. Da ist die P90, oder? Ja. Richtig! Die war letztes Mal woanders. Ne? Nein. Doch. Ein Tag zu feiern. Die war irgendwo hinter einer Mauer. Nein, das war hier eine andere Waffe. Das war die Vector. Ah. Die ist auch nicht schlecht. Was wollen wir? Fertigkeitspunkt, Rebellen oder Nachschub? Fertigkeitspunkt, oder? Genau, Fertigkeitspunkt. Gut. Halbautomatik, Feuerstoß, Vollautomatik, Voll- und Halbautomatik. Ne, Vollautomatik und Burstfeuer. P90! Ich würde standardmäßig sagen, dass wir immer das Blaue nehmen, wenn es zur Verfügung steht. Jo. Also das, was wir jetzt gerade auch hatten, Fertigkeitspunkte.
Jo, warum nicht? Sehr gut, das freut mich. Was interessant ist, dass die hier auf die P90 kein standardmäßiges Rotpunkt drauf geschraubt haben. Geschrotet? Ja, weil normalerweise, wenn du dir eine P90 gönnst, ist da direkt ein Dings drauf. Ein Red Dot. Das ist da drin eingelassen. Da sollen wir da rüber gehen, weil da ist richtig viel an Ressourcen. Ja, wo ist rübergehen? Da. Ah. Wow, der Heli sieht nicht mehr fit aus, ne? Da ist noch so eine komische Radiostation, was macht die jetzt? Da ist so viel an Ressourcen. Ein Radar. Echt, ja, wo läufst du jetzt wieder hin? Ja, ich will nicht in anders gucken, hier ist ja auch noch. Ach, was. War das der Jammer oder? Sieht aus wie ein Radar. Oh, keine Ahnung. Aber hier sind auch noch Ressourcen und ein Wagen und Gegner. Ne, Gegner nicht. Gegners. Und wo sind jetzt die vielen Dinge? Ich sehe, hier sehe ich wieder was. Da, wo ich markiert habe. Das, was ich markiert habe, das sind richtig viele. Und was hast du markiert? Ich sehe nichts auf meiner Minikarte. Ich sehe auch nichts Markiertes, also. Das hat sich wieder demarkiert. Und das war's jetzt, oder? Oder wo soll das viele sein? Nein, 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 das ist da drüben. Warte, ich markier's mal nochmal. Oh. Hier soll noch irgendwo Loot sein. Ja, Radar-Loot, dann kann ich mir auch mal den Granatenwerfer. Oder die Sniper-Schrauben, weil das so viel Sinn gibt. Nee, geht glaube ich gar nicht. Hoffe ich. Oh, ich habe die Nahkampftaste gefunden. Ich weiß nicht, was es war. Ah, F. Gut. Oh, sehr schön. Also. Was war das? Nicht Splittergranaten, sondern Granatwerfer. Oh, ich habe keine Skillpoints mehr. Na, danke. Munitionskapazität wäre auch nicht schlecht. Da drüben. Na dann. Ich habe hier ein Auto geparkt. Einsteigen. Feli. Ach, den hast du noch nicht. Ah, endlich. Schiene, Lauf, Mündung, Zieloptik, Kacka. Marco? Ich weiß ja nicht, was du hier machst, aber... Ich war noch im Menü und gehe da jetzt auch wieder hin. So, jetzt. Ausrüstung. Kann man das Ganze unter die P90 schrauben? Nein. Du, also ich glaube nicht, dass du Granatenwerfer unter eine Maschinenpistole schrauben kannst. Nee. Die P90 hat zwar die Feuerrate von einem MG, aber ist keins. Wobei ich auch noch nie einen MG mit Granatenwerfer gesehen habe. Das wäre dann so Rambo-Style, aber nee. Schaffen. Dann wollen wir mal, hier sind überall Loot. Hier sind überall Loot. Das ist zwar kein Satz, aber... Und wo soll ich mir den Raketenwerfer jetzt auf welche... auf welche Waffe? Aus dem Raketenwerfer schon... Ne? Der Raketenwerfer hat ein Upgrade erfahren, ne? G28, was ist das? Das ist ein Scharfschützengewehr. Du verschießt keine Raketen, Granaten mehr, sondern Raketen. Oder halt Raketen. Nein, du hast gesagt Raketen. Ach so. Das ist ja ein Granatenwerfer. Ich hab gemeint, ich hätte Granaten gesagt. Hat sich da jemand selber erschossen? Erschossen ist doch einfach. Ja, weggebombt. C4 regelt. Das Schöne ist, C4 liegt auch auf 4. Und ja, warum soll ich dir nicht einfach noch eins hinlegen? Ne? Juhu! Juhu! Und jetzt hol ich dich wieder. So, ist denn nochmal was? Feli, sein Charakter hat gerade wolltest du mich verbluten lassen? Von sich gegeben. Naja, ich habe zweimal C4 auf ihn geplantet. Anscheinend nicht. Ja. Ich wollte den Rasen mit seinem Blut bewässern. Irgendwie so. Du wolltest dem Rasen mal einen neuen Anstrich geben. So. Okay. Wir sind verstanden. Du Stricher wolltest dem Rasen einen neuen Anstrich geben. Dann ist es das sogenannte Rotlichtmilieu.
Hat noch irgendjemand eine andere Kombination? Zusätzlich? Schade. Aber war eine gute Idee, Tramp. War super. Lustig. Ja, muss man immer so viel lachen, ne? Ja. Also komm, Promi-Gang. Ach, wir nehmen LKWs. Auch okay. Verdammte Scheiße. Wo waren wir jetzt eigentlich nochmal ursprünglich? Wo haben wir angefangen? Ursprünglich in den Malediven. Oder auf den Malediven. San Mateo oder Agua Verde? Dann waren wir San... Oh, da läuft ein Radio. Was? Bei mir nicht. Ansonsten, Leute, könnten wir uns bei Agua Verde Delta noch Waffen, Erweiterung und eine Waffe holen. Alexa, stopp! Wir könnten auch das hier machen. Ich bin mal beigetreten, auch wenn ich keine Ahnung habe. Wo ist das? Da? Das ist, glaube ich, nicht mal so weit weg, oder? Nee, das ist schon relativ weit weg. Wo ist das? Ich sehe es nicht. Das ist, die andere Seite, ja, dann Agua Verde oben. Ja, dann lass doch zu Delta, dann zu den zwei Fertigkeitspunkten, dort werden wir ein Heli finden und rüberfahren. Das ist eine Möglichkeit. Also dann, auf nach irgendwas mit Wasser und Verde. Agua Verde Delta. Und Flug. Dann wollen wir jetzt mal auch noch die Aufnahme beenden, ne? Genau, das war's. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Genau, tschüss. Oh, ich will doch nicht da rein. So. Wollen wir dann gleich wieder weitermachen? Ich muss das noch beenden.